die richtige Religion für mich. Schon jahrelang. Guck mal, das ist so, dein Herz spürt das, weißt du, was ich meine? So, ich kann mich jetzt über andere Religionen belesen oder keine Ahnung, aber das ändert nicht, was ich fühle und an was ich glaube und an was ich, ja, wo mein Herz hingehört. Ich bin, wie gesagt, offen für alles, ich respektiere alles und jeden. Aber mein Herz bleibt einfach da, wo es ist. Ja, ich bin sehr glücklich damit. Nimm es mir nicht übel, Yasin, aber ist, glaube ich, jetzt einfach genug damit. Nein, das ist das, was ich meine. Du kannst niemanden dazu drängen. Und allein muss er alle gratis. Du kannst niemanden dazu drängen und ich möchte es nicht. Ich habe meine Religion. Ich akzeptiere dich und deine Religion, deswegen wäre es cool, wenn du mich in meiner auch akzeptierst. Como ist das? Muy bien, gracias. Muy bien, ¿y cómo estás tú? ¿Es bueno aprender? Sí. Hello, Ara. Ja, sehr lieb gemeint, aber wie gesagt, ich lass die Leute einfach wie sie wollen. Bien, también, gracias. Ist gut. In Germany is better to live. Yeah, it's okay. It's okay. Du darfst das fragen, Yasin, ja? Si fuera o si fuera libre, para que lo prohibes. Oh, sorry. Ich bin nicht müde, ich habe den halben Tag geschlafen. I wish to speak a little German, but I can't. What do you want to know? I can teach you. German is difficult. Wir haben nicht viele Bibeln, wir haben ein altes und ein neues Testament einfach und unterschiedliche Ausführungen, also Übersetzungen höchstens. Es kommt drauf an. Wir haben eine Bibel, die ist zum Beispiel, das ist die, es gibt verschiedene Übersetzungen, also einfachere Übersetzungen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so Englisch kann, aber es gibt auch die ML-Bibel, die ist halt wirklich sehr, sehr, sehr direkt und fachlich übersetzt, weißt du? Wenn man dies zum Beispiel auf Englisch nur und wenn man halt Englisch nicht so gut kann, dann ja, ist es mit der Bibel ein bisschen schwieriger. Deswegen gibt es einfachere Bibeln mit einfacheren Übersetzungen. Also der Inhalt ist der gleiche, nur die Übersetzung ist halt ein bisschen andere. Dankeschön für die Rosen, appreciate you. Dankeschön wieder. I understand, but I can't write and speak, you know what I mean? Oh yeah, I know. Has Villado a Ecuador? No. No. Oh. So ist eine Freundin, das ist hart. Oh, aber das bin ich wohl, sie. Das ist schwierig zu erklären, Leute. Das ist für Nicht-Christen. Es gibt die Dreieinigkeit, wisst ihr, und das ist einfach, ja, schwierig zu erklären. Aber ich hatte eigentlich nicht vor, hier heute. Also, entweder habe ich irgendwie immer Polit-Talk oder Religion-Talk in meinem Stream. Ich bin davon langsam ein bisschen. Ja. What's your favorite European
Hast du dann die legale Cabello? Hast du la cintura? Cintura? Yes, sí. Do you like pasta? Yeah. Dembele enfermera hastalığı.